So, da bin ich auch wieder. Und ja, ich wollte jetzt aber auch erst einmal hier die ganzen Sachen einsammeln, die Münzen hier, und dann die Baba Yaga Quest oder die Mission machen. Hier kommen wir, glaube ich, erstmal noch. Doch, wir kommen hier über dieses Basellager nochmal hin. Und alles klar, Oldcoin, bis gleich. So. Wo waren das? Da oben war die Münze. Nein! Okay. So einfach komme ich dann. Wie kam ich da nochmal hoch? Oder so. Nein! Mist! Super. Super draufgegangen. Wo bin ich jetzt? Hier. Dann ne. Ach, das ist eine Herausforderung. Okay, keine Münze. Sind die aber noch tot, die ich da gekillt hatte? Oder existieren die wieder? Okay, die sind tot. So, einen Moment. So. Dann hier noch mal hoch. Da ist die Münze. Ja, manche Sachen sind aber auch so doof versteckt, dass man die einfach beim Vorbeigehen einfach übersieht. So, was wäre das nächste? Die Dinger hier mit dem Krypta verstecken. Das heißt, wir müssen eben zu einem Lager. Da ist auch noch eine Flagge. Da vorne. Falls wir die nicht schon haben. So, weg damit. 3 von 7. So, dann erstmal. So, 30 Zielorte. Hier könnten wir rein theoretisch direkt hin, aber wir wollten hier hin. Mal gucken, wie Lara da hinkommt. Okay, freut mich, dass das zumindest fertig geupdatet war. Falli. Und ja, alte, ungenutzte Pakete entfernen, das müsste ich eigentlich auch mal machen. So bei meinem PC mit den Updates und so weiter. Die alten Dinger, die man nicht braucht, die man nicht nutzt, die einfach nur unnötig sind.
zu löschen, zu entfernen. Das ist nicht der Weg, den ich gehen muss. Okay. Mist, Karnickel treffen wir nicht. Muss ich hier rüber? Ja. Ach, hier ist nur ein Geheimnis. Okay, nice. Habe ich beim letzten Mal wohl übersehen, ne? Da haben wir noch mehr Erz. Können wir das? Ja, wir können das mitnehmen. Und jetzt ist voll. Schauen, wie viele Münzen wir schon mittlerweile haben. Kokos von Nicea, der Astronom. Okay, Griechisch ist auf Maximum. Also höher als Level 7 kommen wir damit nicht. Gibt es hier auch noch was zum Einsammeln? Ne, ich glaube nicht. Hier vielleicht oder kamen wir von hier? Von hier kamen wir. Das hin? Da sind noch mehr Münzen. So. Bogen freigeschaltet. Kennt zum Ausrüsten ins Vaslav. Und nochmal 3000 Credits. Jetzt sind wir bei 30.000. So, gibt's hier aber noch mehr? Ich meine schon. Da gingen ja noch ein paar Wege weiter. Zumindest sah das danach aus. Wie hier zum Beispiel. Okay, das war noch rechtzeitig. Das hat noch gefunzt. Und nochmal zwei Münzen. So, und da geht's auch noch weiter. Prophet muss Anhänger haben. Kokos von Nicea war einer der ersten des Propheten.
seine Heimat als Ketzer gebrandmarkt, pilgerte Kokos mit gen Norden. Sein Wissen über die Sterne half, den Weg zu finden. Es heißt, dass Kokos und der Prophet stundenlang die Sterne betrachteten und über das Universum und den Platz des Menschen darin diskutieren konnten. Er baute für den Propheten ein Oreri, der Planeten und Sterne, damit dieser auch im dunklen Winter den Nachthimmel betrachten konnte. So, und Oldcoin, willkommen wieder zurück. Wieder mal. Gibt's da unten noch was? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Krypta haben wir fertig. Fehlt nur das hier. Was fehlt denn noch hier? Kann man das erkennen? In dem Gebiet sehe ich zumindest nicht, ob da noch irgendwas fehlt. So, wo war denn der Ausgang? Ich glaube, hier. Ich glaube, hier ging es raus. Ja. Lag da vorher auch schon tot? Als wir das erste Mal hier waren? So, dann haben wir den hier zumindest. Ja, super, da sind wieder welche. So, die sind jetzt alle erstmal rot. Ich guck mal, ob ich die vielleicht ablenken, weglocken kann oder so. Oder vielleicht hier hinlocken. Was ist das? Den einen zumindest. Bis der außer Sicht ist von dem anderen. Moment mal, da ist irgendwas. Nicht viele. Die meisten sind am Einsturz drauf. Der Rest war völlig desolat. Dann tauchte Croft auf. Verflucht! Das hier gerät außer Kontrolle. So, mal gucken, wenn die sich jetzt erstmal alle wieder trennen. Versucht ihn mal dahin zu locken. Okay, jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's brenzlig, wenn da jetzt hinkommt. Wo kam das denn her? Jetzt wird er wahrscheinlich die Leiche sehen. Es kam aus dieser Richtung. Was ist das? Okay, nice.
Jetzt ist nur noch der eine übrig. Und er wundert sich noch nicht, wo seine Kumpanen sind. So, war's das? Sind alle weg hier oder? Nee, doch. Ich wollte die Muni. Vor allem das Feuer ist da auch noch immer nicht erlischt. Ist immer noch am Brennen. So, wo war der Ausgang? Wie kamen wir hier nochmal raus? Und warum schneit es hier drinnen? Hier drüben. Ne, wie kamen wir hier raus? Da. Okay, und hier hat sich auch niemand neu formiert, gebildet, wie auch immer. Alles voll? Okay, ich glaube, alles ist voll. So. Was wäre denn eigentlich das nächste Ziel für uns? Ach, die Höhlen haben wir auch noch nicht fertig erforscht. Stimmt, da war ja auch noch was. Die Höhlen müssen wir noch machen. Stimmt, dann jetzt können wir da auch überall hin. Jetzt haben wir alle nötigen Ausrüstungen. Okay, welche wäre dann die nächste Höhle, die nächste? Ich glaube, die hier. Ich glaube, die wäre das, weil ich ja direkt hier an dem Sägewerk. Was ist das genau? Die Wölfe waren wieder da. Haben wir wirklich eine komplette Kompanie verloren, als sie in die Ruinen kamen? Nicht nur das, der Suchtrupp ist auch verschwunden. Hoffen wir, dass wir nicht als Nächste. Moment mal, jemand wird es zum Narren. Achtung, Angriff! Oh.
Holen wir uns den. So. Wo gibt's noch welche? Ah, da! Okay, auf zur Höhle. Also die hatte gefehlt. Ach, hier können wir Öl auffüllen. So, was ist das jetzt für ein Rucksack? Geheimnis entdeckt. Ja, super. Kann man nicht einmal irgendwie alles schon vorher erledigt haben, entdeckt haben? Nee, man muss jeden Ort 30 Mal besuchen. So, aber in der Höhle hatte was gefehlt. Da kamen wir irgendwie, glaube ich, nicht weiter, wegen der Münze. War nicht da. Oh, hoppala. Den hat man nicht gelootet. Ach, es war doch hier oben die ganze Zeit. Jetzt fühle ich mich doof. Da, die Hülle. Will ich jetzt als nächstes? Wo war der Ausgang? Hier. Dabei wollte ich eigentlich schon längst mit Baba Yaga angefangen haben. Aber hier ist ja noch so viel, was fehlt. Ach, hätte ich das machen müssen. Okay. Hoppala. Jetzt Ressourcen und Munition verschwendet. Schwere Pistole, 3 von 4 Teile gefunden. So, dann fehlt nur noch die Höhle. Und die Sachen, die dort gelagert sind, halt. Versteckt sind und so.
Alter. 4 von 7, nice. Vielleicht schaffen wir die sogar. Das mit den Flaggen scheint doch ein bisschen einfacher zu sein. Ich hoffe, die finden mich jetzt nicht hier. Komm ich da weiter? Ich glaube nicht. So, wo haben wir diese Truhe? Dort. So, wie kommen wir da hin? Ja, erstmal abhängen, ne? Jetzt habe ich ein Problem. Okay, die Exekution hat funktioniert, immerhin. So, wie komme ich jetzt dahin? An die Kiste da. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Egal, wir behalten mal den Kanister. Oder passiert da was? Ne, schade. Nicht mal getroffen. Uns das? Autsch. Auch nicht. Machen wir so. Kipplaufflinte, 3 von 4 Teile gefunden. Verbrennen Sie alle Kosmonautenpropaganda. Ja, super, noch mehr zu tun. Mist.
So, da haben wir noch ein Überlebensversteck, den ich nicht eingesammelt habe. Also ich versuche mal den Weg nach da oben wieder zu finden. Genau, Muni hatten wir voll. War aber auch ein weiter Weg nach oben. Führte das dahin? Ja, ich glaube schon. Ich hoffe, ich nehme überhaupt einen richtigen Weg, um da wieder hinzukommen. Es wundert mich, dass hier noch eigentlich alles steht. Das war doch hier eigentlich alles in Flammen, oder nicht? Wir hatten Trinity und Lara eigentlich eine starke Leistung unterlegt. So, wir sind schon gleich da. So, Öl haben wir wieder. Okay, folgende Frage. Wie komme ich da jetzt weiter? Wir sind schon zumindest auf der richtigen Höhe.
haben wir auch schon wieder voll. Okay, hier ist dicht. Hier kommt man nicht mehr weiter. Vielleicht hier rum dann? Hä, wie soll ich sonst da hinkommen? Gibt's sonst keinen anderen Weg dahin? Muss ich wirklich so ein Lager nehmen, um dahin zu kommen? Ich habe so das Gefühl, ich bin jetzt den ganzen Weg umsonst hier hochgegangen. Das war falsch. So. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Okay, das war doof. Okay, auf diese Art kommen wir dann nicht hin. Das heißt, ich muss das Lager nutzen, um dahin zu kommen. So, jetzt brauche ich einen sicheren Weg wieder runter. Starke Beine hat sie. Wenn die das übersteht. Nutzen wir dann halt das Lager. So, einen Fähigkeitenpunkt haben wir. Wo investieren wir das mal? Pfeilkletterer. Stellen Sie explosive Granaten für den Granatwerfer her, die schweren Schaden verursachen und Metallbarrieren zerstören. Abrissexperte, fortschrittlichere Techniken verleihen allen hergestellten Handobjekten einen größeren Detonationsradius. Ich würde das hier machen. Da kriegen wir mehr Erfahrungspunkte. So, was ist der neue Bogen? Das ist die... Die weiße Witwe. Leuchtfeuer.
Todesatem, das ist das, was wir haben wollen. Grabflüsterer. Alter Hornbogen. Compoundbogen. Recurvebogen. Nee, ich bleib bei Todesatem. Achso, apropos. Könnten wir machen. Hier könnten wir jetzt nichts mehr weitermachen. Hier könnten wir das oder das. Ich mach das. Das umwickelte Magazin. Und hier Griff mit Schlaufe. Machen wir auch nochmal. Achso, genau, wir wollten von hier da rüber schnell reisen. So, hier nach oben, weil da was gefehlt hatte. Und dann, sobald wir das haben, machen wir das mit Baba Yaga. Halten Sie zum Ablegen von gerade gehaltenen Objekten B gedrückt. Meistern Sie Herausforderungen, entdecken Sie Gräber und finden Sie fehlende Sammelobjekte, indem Sie mit schneller Reise sofort in früher erforschte Gebiete zurückkehren. Überlebensinstinkt. Drücken Sie RS, während Sie nicht zielen. Ich konnte jetzt nicht mehr zu Ende lesen. So. Da vorne ist das, was gefehlt hat. So, hier dürfte jetzt... Ah, hier fehlt doch noch eine Truhe. Und wir haben wieder 132 Münzen. Okay. Ja gut, dann machen wir eben noch schnell die Truhe. Hier waren noch Sachen. Antworte mir. Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, warst du... Verdammt, Lara, sei nicht tot. Nach der Lawine kam ein kurzes Signal. Ein kurzes Echo. Aber es muss deine Stimme gewesen sein. Ich bin mir ganz sicher. Ich weiß, du hast überlebt. Zumindest die Lawine. Seitdem kam kein Piep mehr. Aber ich versuch's weiter. Ich weiß, ich sollte mich in Sicherheit bringen, aber... Du hast echt geglaubt, dass ich dich hier lasse? Echt? Du solltest mich besser kennen. Okay, gibt's hier noch was? Da gibt's noch ein... Damit kommen wir da runter, okay. Ach stimmt, das war ja das, womit wir... Okay. Habe ich fast vergessen. Hier waren wir ja vorhin. Hä? Jetzt bin ich zu doof, oder wie? So, jetzt aber. Dann gehen wir noch einmal ganz kurz zum Händler. Geht sogar so schneller wie dich. Okay.
Einmal kurz zum Händler gucken, ob wir was leisten können. So, 140, 140, 175. Okay, der hat nichts, was wir uns leisten können. Ja gut. Ah, hier ist noch ein Dokument. Okay. Nein. So. Ich weiß nicht, ob du mich hörst, Lara. Aber ich versuch's weiter. Irgendwas passiert da draußen. Ich bin auf einen Baum geklettert, um das Tal besser zu sehen. Das sind alte Gebäude und irgendwas ist los. Anscheinend haben sie Helikopter und bringen Ausrüstung rein. Es muss Trinity sein. Das ist die einzige Erklärung. Sie sind uns doch noch zuvorgekommen, was? Ich beobachte sie seit ein paar Stunden und mache Notizen über ihre Patrouillen. Mit dem richtigen Timing sollte ich vorbeikommen. Du warst immer besser bei sowas als ich. Wenn du da draußen bist und mich hörst, bitte. Bitte sei vorsichtig. Okay, wenigstens haben wir das eingesammelt. Da haben wir noch eine Sowjetflagge. Die machen wir auch nochmal weg. So, 5 von 7. Okay, ich glaube, die sind einfacher. So, dann fehlt uns nur noch die Truhe und dann wirklich auf zu Baba Yaga. Überleben wir das? Nein, das haben wir nicht überlebt. Mist. Ich dachte, das wäre noch hoch genug. Mist, die Schnur ist weg. Okay, aber das Dokument haben wir wenigstens noch. So. Ist ja viel einfacher dann. Wie viele Leute hat Trinity? Jetzt ernsthaft. Wenn die... Na echt jetzt, wie viele Leute hat Trinity, dass die da immer und immer wieder kommen? Ah, hier. Vollautomatikflinte, 2 von 4. So, dann müssten wir hier jetzt hoffentlich fertig sein. So, das heißt dann jetzt auf zu Baba Yaga. Ins gottlose Tal. Jetzt haben wir auch eigentlich
alle Ausrüstungsteile, oder? Wir sind jetzt, glaube ich, auch kurz vorm Ende. Wenn wir jetzt wieder hier sind, wir haben alles, was möglich ist zu holen. Nur genug für zwei Dosen. Ich darf nichts vergeuden. Es funktioniert, Nadja. Alles sieht, naja, nicht wirklich normal aus, aber anders als letztes Mal. Gut. Ich habe genug Gegengift für mich und Großvater, falls wir ihn finden. Ich bin jetzt unterwegs zu dir. Stimmt, Nadja hieß die eine. Vogelscheuchen, na klar. So, das war die leidenschaftliche Nadja. Das kann nicht derselbe Ort sein. Ich hatte mich hier verirrt. Gibt's hier eigentlich Loot? Nichts. Nur ein Wald. Es war so real. So, ich guck mal, ob ich hier vielleicht noch irgendwo irgendwas finde. Ja, da haben wir was. Fast erwartet, dass er noch hier ist. Als die Schuld, in dem Gulag zu arbeiten, zu schwer wurde, schlug ich zurück. Ein gestohlener Schraubenzieher. Verlegte Unterlagen, hilflose Gästen, die niemals etwas ausrichten konnten. Eines Tages wurde ich ertappt, als ich ein sinnloses Risiko einging. Deine Großmutter, Serafima, nahm die Schuld auf sich. Sie schlugen sie, erbarmungslos. Aber ich war gerettet. Als ich ihr danken wollte, spuckte sie mir vor die Füße und sagte, ich hätte mein Leben für nichts riskiert. Sie forderte mich heraus, mehr zu tun. In dir steckt so viel von ihr, Nadja. Zuerst hielt ich sie für grausam. Sie schenkte meinen kleinen Akten des Ungehorsams keine Anerkennung. Dieser Ort, der Gulag, zerschmetterte alle Hoffnung und fraß auch noch den letzten Rest Würde auf. Sie sagte, an jedem Tag, an dem ich nicht aus ganzem Herzen dagegen kämpfte, war ich mitschuldig an den Gräueln. Sie verlangte meine Aufrichtigkeit, weil sie wusste, dass ich fähig dazu war. So gütig war noch nie jemand zu mir gewesen, und dafür habe ich sie geliebt. So, okay. Und da vorne gab es auch noch irgendwas. Hier. Alles ist falsch. Wir haben den alten Mann am Eingang des Tals verloren. Fischer ist fort, Parker ist fort. Einfach weg. Spurlos. Man kann seinen Augen nicht trauen. Wir sehen Dinge. Leichen. Schlimmeres. Dinger, die laufen. So groß, dass sie die Sterne verdecken. Ich weiß nicht mehr, was real ist. Ich weiß nicht, ob es eine Realität gibt. Sind es die Augen? Die Augen müssen weg. Meine Hände sind jetzt ruhig. Billings geht als Erster. Stopp! Stillhalten! Oldcoin? Wer ist jetzt Baal Orun? Hä? Muss ich letztes Mal glatt übersehen haben. Aber keine Leichen. Vielleicht sind sie noch am Leben. Nadja, was weißt du über diese Ruinen hier draußen? Unser Volk hat das Tal gemieden, lange bevor die Hexe sich hier einnistete. Die Gründer haben dort draußen einen Schrein gebaut. Doch irgendwas ist ihnen passiert. Wir waren seit Generationen nicht mehr dort. Selbst wenn deine Vision nicht real war, ist dieser Ort gefährlich. Ach so, ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, ist der, stimmt, Orun war, boah, wer war Orun nochmal aus Gothic 1? War das der da bei den Krautstampfern da hinten? In der Ecke? War das der? Aber ja, selbe Sprecher, stimmt. Ach, der Prediger. Okay. Boah, es tut mir wirklich leid. Ich habe noch nicht ganz raus, wer, von, also wer war, sagen wir mal so. Autsch.
manchmal verwechsel ich die. Okay, ich habe aber auch Gothic 1 bisher nur zweimal durch. Ne, dreimal durch. Nur Wölfe. Verdammt. Also, hab Nachsicht, dass ich da noch ein bisschen durcheinander komme und so. Wir beschlossen zu warten, bis der Winter vorbei war. Wir versteckten Vorräte, zeichneten Karten. Wir planten. Ich verschaffte ihr Arbeit, bei der sie in Gebäuden bleiben konnte. Sie half mir, Wege zu finden, die Mühlen des Gulags zu verlangsamen. Wenn ich einen hydraulischen Aufzug stilllegen konnte, bewahrte ich 100 Männer vor einem Tag in den Minen. Durchschnittene Zündkabel an ein paar LKW und die Spezialprojekte würden für eine Woche ausfallen. Ich ging größere Risiken ein, aber nachdem ich deine Großmutter getroffen hatte, konnte ich meine Augen nicht mehr verschließen. Wir wussten, dass das Kind unsere Flucht erschweren würde und sie verbarg es, solange sie konnte. Und dann, ohne Warnung, schafften sie sie fort. Unsere Tochter wurde einer Amme unter den einheimischen Gefangenen gegeben und sie brachten Serafima in das Tal. Ich versuchte, sie aufzuhalten und kämpfte ganz offen. Ich stand vor dem Transport-LKW, bereit zu töten, um sie zu retten. Aber es waren einfach zu viele. Ich schrie meinen Abschiedsgruß, als sie mich fortschafften. Ich weiß nicht, ob sie mich gehört hat. So, Olkern, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also in Deutschland ist sehr vieles Mist, auch was Film und Fernsehen und so weiter angeht. Öl auf den Boden. Deswegen, so viel zum Feuerzauber. Deswegen schaue ich auch gar kein Fern und so. Aber die Synchronsprecher, wirklich top. Die sind mega hier in Deutschland. Okay, wieder ein Rätsel. Ich bin jetzt auf der ersten Ruine. Das sieht nicht wie ein Schrein aus. Das ist eine Art Apparatur. Ich sehe Seile und Holzzahnräder. Die Gründer haben im Tal Aufzüge gebaut, um Menschen oder Vorräte zwischen den Gipfeln zu transportieren. Aber sie sind alle kaputt. Das muss einer davon sein. Versuche ganz nach oben zu kommen. Ich komme gleich nach. Ich bin jetzt in der Flucht. Ich sage Bescheid, sobald ich da bin. Ich hab eine Idee. Nein. Das hier bitte. So vielleicht? Ist das jetzt stabil? Davon gibt es auch noch wieder was. Ah, okay. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir dahin? Ah, ich sehe schon. Die haben ja uns gerade einen Weg dahin gemacht. Okay, da haben wir einen Timer. Ich hab ne Idee, was ich machen muss. Mist. Nee, ist auch falsch.
aber jetzt kommen wir hier ran. Nein. Mist. Der will mich doch verarschen, oder? Jetzt. Das war doch die ganze Zeit auch das Ziel. Über die Seile wieder hochzukommen. Oh. Ich muss dann noch mal was machen. Das müsste jetzt aber hoffentlich passen. So, Lara, jetzt beeil dich. Nice. Direkt hinter dir. Verjahr dich ohne mich weiter. Sieh dir das an. Die Hexe hat den Aufzug die ganze Zeit laufen lassen. Sie hat sogar Verbesserungen vorgenommen, aber ich glaube, die Seile überstehen nicht mehr viele Fahrten. Eine reicht auch völlig aus. Zwei. Ich möchte gern wieder runter. Irgendwann. Auch wirklich ein interessantes Haus. Versuche, Mission, die Hexe besiegen. Vielleicht setzt uns das in Bewegung. Den Hebel? So, und jetzt einmal runterspringen. Hexe, ist clever. Alles im Tal ist so aufgebaut, um den Mythos von Baba Yaga zu erwecken. Und der Pollen erledigt den Rest. Als ich den Aufzug das letzte Mal sah, war er völlig anders. Was hast du gesehen? Wie die Legende sagt, ein Haus auf riesigen Vogelfüßen. Aber ohne Pollen ist es nur ein alter Apparat. Tut mir leid. Ich habe Großvaters Geschichte geglaubt. Sie ist Russin. Sie kennt den Mythos sehr genau. Nadja... Dein Großvater weiß womöglich, wer sie ist. Du sagtest, er war Gefangener im Gulag. Nein, so habe ich das nicht gesagt. Großvater war eine Wache. Meine Großmutter war die Gefangene. Sie war eine brillante Wissenschaftlerin und sie sollte draußen im Tal etwas in den Ruinen untersuchen. Aber dann kam die Hexe. Großvater hat sich nie verziehen. Die Hexe zu töten bringt sie nicht zurück. Aber ich verstehe es. Hoffentlich erreichen wir ihn rechtzeitig. So, sind wir schon bald da? Ey, ich bin's heftig. Hat das die, in Anführungszeichen, Hexe alles selber gebaut? Alles klar, Old Coin, dann viel Spaß beim Kaffee kochen und bis gleich.
Wenn die Hexe das alles selber gebaut hat hier und so weiter, auf jeden Fall Respekt. Ich glaube, das alles in einem Menschenleben aufzubauen und so weiter, würde ich nicht schaffen. Nadia, komm schnell! Nein. Oh, Nadia? Oh. Wie? Oh, es ist der Pollen. Hier, lass mich. Opa, kannst du mich hören? Ich wollte... Ich konnte sie nicht retten. Ich wollte es... Alles in Ordnung. Ich bleibe bei ihm, Lara. Es ist Zeit. Du hast nur noch eine Dosis übrig. Nutze sie gut. Oh, ein Lager. Die Hexe besiegen. Neues Baslager entdeckt. Hexenhöhle. Haben wir hier was Neues? Hier vielleicht? Warte mal, Mondschatten. Halbautomatische Pistole. Die müsste eigentlich neu sein, glaube ich. Ne, die Schwertpistole, da fehlt. Das fehlt uns noch. Obwohl, warte mal. Ne. Das war das, glaube ich, was ich behalten wollte, genau. Schulflinte, da war noch was. Ne, ich bleib bei dem hier. Erstmal. Sie muss drin sein. Jetzt wird's ernst. Apropos drin. Hier draußen gibt's aber auch noch was zum Einsammeln. Hier. Sie steckten mich zu den anderen russischen Gefangenen. Ich konnte den Hass in ihren Augen sehen und konnte es ihnen nicht verübeln. Für sie war ich nur ein weiteres Instrument ihrer Demütigung und Entwürdigung. Ich sagte ihnen nicht, was ich zu tun versucht hatte. Es konnte niemals genug sein. Als die Revolte kam, war ich bereit. Die einheimischen Gefangenen, die genau aus diesem Dorf in den Gulag geschafft worden waren, wurden von den Russen ferngehalten. Sie hatten von meinem Widerstand erfahren und das hielt sie davon ab, mich wie die anderen Wachen zu töten. Ich hielt meine Tochter, deine Mutter, zum ersten Mal, als der Gulag um uns herum in Flammen stand. Die Dorfleute nahmen uns beide auf und stimmten gegen ihren eigenen Aberglauben zu, mir zu helfen, deine Großmutter aus dem Tal zu retten. Okay, mehr gibt's jetzt hier auch nicht zu looten, oder? Nö. Hier gibt's aber noch einiges an Loot. Sie ist es. Sie war es immer. An den Rändern, im Dunkeln, immer da. Sie... Wegen ihr sind wir hier. Wir wussten es bloß bis jetzt nicht. Sie ist das Zentrum der Welt. Sie lässt den Nebel wirbeln und unseren Verstand ersticken. Sie kann uns Klarheit geben. Sie sagte ihren Namen, Baba Yaga, und unsere Wunden heilten. Mit einem anderen Wort riss sie uns wieder auf. Wir sind nichts und gehören ihr. Wir werden tun, was sie befiehlt. Dafür sind wir bestimmt. Oh Gott, was hat sie mit ihnen gemacht? Wer ist denn das? So, hier haben wir nochmal Pfeile. Ansonsten nur Munition, okay. Okay, das habe ich jetzt selber nicht erwartet, dass wir hier so runterfallen. Nein, ich brauche das letzte Gegengift. Ja, super. Das ist der letzte Rest. Oh, nein!
Cora de Amyatai. Wenn du tot bist, dann wirst auch du mir dienen. Moment. Das sind nur Männer. Du schaffst das. Out. So, ich hau die mal kaputt, um Munition zu sparen. Obwohl, wo viel Munition eigentlich? Mist. Wie hindere ich sie daran? Ah, okay. So geht das. Und wir kommen zurück, Old Coin. Das hier auch da hinten, ne? So, gleich habe ich keine Muni mehr, oder? Komm hier hoch. Na los, Lara. Reiß dich zusammen. So, Muni. So, Heilpflanzen. Cheetah! Cheetah! Ich cheate doch gar nicht. Autsch. Da oben war noch einer. Hört mir noch einer? Okay, gehen wir mal hoch. Ja, super, da ist schon der nächste. Ah, drei! Nee, doch mehr. Wo muss ich hin? Wo ist das Ding? Warte mal.
Ist das da oben? Da ist das letzte, glaube ich. Aber wo ist denn das jetzt für hier, hä? Hier oben versteckt? Auch nicht, nee. Oh. Ja, manchmal ist man blind. Lass mir raten, ich muss hier darüber. So, hier glaube ich. Und so. Keine Ahnung. Mist. So, ja, jetzt, schnell. Darüber? Wo muss ich hin? Okay, wahrscheinlich darüber. Ah! Aber
ich wüsste gerne, wo es jetzt weitergeht. Ah, wahrscheinlich. Und wo schießen die? Ich sehe die nicht. Da. Da hinten sind sie. Ach, da auch noch. Okay, das war's. Ich wüsste aber gern, wo ich hin muss. Vielleicht wieder nach da oben. Stimmt, und dann komme ich nach da hoch. Okay. Ja, haben wir geschafft. Die schießen noch nicht auf. Es geht doch höher. Wie hoch soll ich denn gleich? Alter, jetzt erschrecken mich von dem Wolf. Mist. Lara, weich aus! Wenigstens überlebt. Ich sag, das ist schon vorbei. War da jemand? Ne, hier war noch keiner. Okay. Ich dachte, hier wäre jetzt wieder jemand. Ist aber auch gerade spannend. Autsch. Wenigstens trifft er mich nicht. Ich hoffe, da oben sind jetzt keine mehr. Obwohl, Lara ist noch gebückt, das heißt, da könnte... Ja, da sind noch welche. Autsch. Ich bin keine Wölfe mehr. Cheetah!
Stopp. Es reicht. Ich weiß, wer sie sind. Ich kann mir kaum vorstellen, was sie tun mussten, um zu überleben. Du hast keine Ahnung. Es ist jetzt vorbei. Sie müssen nicht mehr auf diese Weise leben. Seraphima. Etoti. Aber du bist tot. Sie sagten mir, du wärst tot. Kommt sie wieder in Ordnung? Ich weiß es nicht. Aber es wird nicht einfach. Für keinen von euch. Familie ist halt so. Oh, ich weiß. Ich weiß. Vielen Dank, Lara. Für alles. Okay, Baba Yaga haben wir erledigt. Mission abgeschlossen, die Hexe besiegen. So, ich kann mich jetzt nicht bewegen, warum? Neue Ausrüstung erhalten, Traumstachel. Pollenpfeile. Ihr Traumstachelbogen tränkt ihre Giftpfeile mit halluzinogenen Pollen, die Verwirrung und Furcht unter ihren Feinden sehen. Oh, nice, das müssen wir ausprobieren. Jo, kein Thema. Ich muss einmal nachladen, falls es geht. Hier fehlt uns Muni. So, was haben wir freigeschaltet? Nadias Großeld. Im Gulag voneinander getrennt, sind wieder vereint. Sie haben alle einen langen, beschwerlichen Weg vor sich. Seraphima hat so lange die Maske der Hexe getragen. Ich weiß nicht, ob sie je wieder ganz in diese Welt zurückkehren kann. Und Ivan hat davon geträumt, die Hexe zu töten und seine verlorene Liebe zu rächen. Und doch waren beide ein und dieselbe Frau. Diese Wunde, die er jahrzehntelang getragen hat, wird nicht über Nacht heilen. Sie sind Überlebende. Das sind wir alle. Aber es wird schwer werden. An manchen Tagen sogar unmöglich erscheinen. Ich weiß es. Wenigstens haben sie eine Chance. Jetzt, da wir die Wahrheit kennen. Es mag nicht genug sein, aber es ist ein guter Anfang. So, irgendwie die Audio war bei mir die ganze Zeit eher mehr im linken Ohr. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei euch genauso war, aber bei mir war das eher mehr links. So, was machen wir mal? Drücken Sie im Sprung Y und im Sprung Breitblatt Kletterpfeil in welche... Oh, nice! Da können wir... Brauchen wir die nicht extra zu verschießen, sondern... Oldcon, bei euch, bei dir war es auch so, mehr im linken Ohr. Weiß jetzt auch nicht, warum das so jetzt gerade so war. So, Upgrades haben wir wieder verfügbar. Was haben wir denn für welche? Das können wir jetzt machen. Dann fehlt nur noch das hier, wo wir ein Bärenpelz brauchen. Und 20 anderes Pelz. Wo wir nichts mehr von haben. So. Ne, da ist nix. Warte mal, Ausrüstung. Beziehungsweise nicht Ausrüstung, sondern neues Outfit haben wir freigeschaltet, hieß es. Nachtschatten, unsterblicher Wächter, Kommando, sibirischer Waldhüter, nee. Schattenläufer, Bastion der Hoffnung, Infiltrierer, Lederjacke. Expeditionsjacke, Whiteout-Jacke, graues Handy-Shirt, Pionier, Geistweber, Kampferprobt, verbliebene Jacke, blaues Handy-Shirt, hellenhafter Forscher, Geisterhaut. Das ist das. Ja. Antarktis-Outfit. Aber Hauptsache möglichst weit Ausschnitt haben, genau. Denn dann würde ich ja sowas hier anziehen. Aber eigentlich mag ich am liebsten immer noch hier den Schattenläufer. Alles schön schwarz und so. Und vom Namen her erinnert es mich auch ein bisschen an Gothic.
So. Aber ich würde jetzt nochmal einen kurzen Break machen. Und wäre dann gleich wieder da.